Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Works und Resources Server Typ Public. Ja, in der letzten Folge habe ich ja hier das Stahlwerk oben auf dem Berg errichtet. Quasi eine kleine Challenge. Und die Eisenbahnverbindung hier runter zur Stadt zumindest erstmal fertig geplant. Wer das sehen möchte, einfach in der Videobeschreibung nachschauen, da habe ich die Playlist verlinkt. Das Kraftwerk wurde auch fertig. Da kommen wir jetzt auch schon zu zwei Kommentaren, auf die ich ganz kurz eingehen möchte. Und zwar hat der Surigir gemeint, ja, dass das Kraftwerk nicht ausreicht, um genügend Strom zu produzieren, um dann schlussendlich ins Plus zu kommen mit unserem Dollar-Export. Aber doch, es wird ausreichen. Es ist zwar knapp, aber es reicht auf jeden Fall für ein Plus. Ich sag mal, zumindest dann, wenn man keine größeren Mengen importieren muss, ne? Sprich, wenn ich jetzt natürlich große, komplizierte Gebäude baue und dann Rohstoffe importieren muss, dann komme ich natürlich nicht ins Plus, aber prinzipiell, wenn man das Spiel einfach laufen lassen würde, kommt es tatsächlich ins Plus. Dann hat er natürlich vollkommen recht, dass hier meine beiden Brennereien nicht ganz ausgelastet sind. Ja, nicht ganz ist gut, ne? Ja, das weiß ich auch. Das liegt schlichtweg daran, ich kann ja nicht, ich sag mal, gleich alles mit einmal komplett hochbauen. Das funktioniert ja nicht. Ich muss ja Stück für Stück. Und es ist natürlich schon noch geplant, hier noch für größere Busse zu sorgen, damit dann entsprechend mehr Arbeiter hier arbeiten können und mehr Alkohol produziert wird, was natürlich für den Dollar-Export stärkt. So, dann hat der Dennis geschrieben, zum einen, dass es mehr Freizeiteinrichtungen geben sollte im Spiel. Ja, da hat er schon recht. Also es sind ein bisschen wenig. Also ich sag mal, es gibt ja wirklich nur den Fußballplatz, hier den Tennisplatz, dann halt noch das Kino. Habe ich jetzt, Moment, ja, Bildung, das wird natürlich nichts. Ja, also Kino, ja, die Shoppingzentrums, das Shoppingcenter kann man jetzt ja nicht dazu zählen. Und dann hat er noch geschrieben, dass mein Volk ein Kino möchte. Ja, also, ich hatte ja schon mal was dazu gesagt, zu den Bedürfnissen der Bürger. Jetzt kriege ich wieder ewig rum. Wir haben jetzt hier natürlich eine, ich sag mal, durchschnittliche Glücklichkeit, sage ich mal. Also, wie glücklich sind die Bürger im Allgemeinen? Den Wert wirklich komplett oben zu halten, ist ein bisschen schwierig. Man sieht auch, warum. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen Hunger. Der eine oder andere braucht mehr Kleidung. Und theoretisch bräuchte man mehr Sportanlagen. Und jetzt kommen wir zur Kultur und zum Kino. Also diese roten Balken hier unten sagen, was die Leute benötigen. Ja? Also sie benötigen zum Beispiel keinen Alkohol, weil der Balken fast auf null ist. Und sie benötigen nur wenig Kino. Also wenig Kultur. Wenn ich jetzt hier ein Kino errichten würde, dann würden vereinzelt ein paar Leute in das Kino reingehen und würden das nutzen. Dann würde tatsächlich auch der Bedarf des Kinos steigen. Ja? So müsst ihr euch das immer ein bisschen vorstellen. Okay, so viel nochmal dazu, zu ein paar kleinen Erklärungen. Worum geht's heute? Ich möchte heute natürlich hier, dass unsere Konstruktionsbüros hier anfangen zu bauen. Und ich sag mal, so weit wie möglich schon voranschreiten. Und den Rest dann halt wieder mitkaufen, weil wie gesagt, ein paar Sachen produzieren wir ja nicht selber. Und wenn das soweit ist, möchte ich hier weitere Wohngebäude errichten, um mehr Arbeitskräfte zu bekommen, um wirklich, ich sag mal, hier oben die Industrie beliefern zu können mit Arbeitern und natürlich auch hier dafür zu sorgen, dass die Brennereien besser ausgelastet sind. So, das heißt, ich werde jetzt hier noch einen Fußweg platzieren, denn das Stahlwerk kann nicht gebaut werden durch unsere Konstruktionsbüros, weil keine Fahrzeuge hinkommen. Hier ist jetzt ein bisschen tricky, manche dieser Eingänge hier. Ja, also man kann, ihr seht das, ich habe das angeklickt, Gebäude ist im Weg. Ja, welches Gebäude ist im Weg? Das Stahlwerk ist im Weg. Das kann ich halt schlecht einreißen, ne? Da reicht es halt, wenn man hier so kleine Stückchen ein bisschen gerade ausbaut und dann kann man in die Richtung bauen, wo man hin möchte. Ich gehe natürlich hier oben zu meinem Fußweg, zu meinem Fußweg, schon zur Straße. Und dann zu unserem Busbahnhof hier oben. Hier natürlich den Straßenanschluss. Moment, das können wir gleich kaufen. Oder sollten wir auch gleich kaufen, damit dann hier gebaut werden kann, ne? Damit unsere Konstruktionsbüros hierher kommen. Und vielleicht noch der ein oder andere Arbeiter auch hier runtergehen kann. Werden wir dann schauen, wie es aussieht, wenn wir die Bahnverbindungen fertig haben. So, jetzt haben wir das fertig gemacht. Jetzt geht es natürlich darum, ich werde die Spielgeschwindigkeit zwischendurch mal ein bisschen anheben.
bisschen erhöhen. Jetzt platzieren wir hier noch Wohngebäude und entsprechende Versorgungsgebäude, soweit wir sie denn brauchen. Wir werden hier oben zum Beispiel noch einen Supermarkt brauchen, denn die Gebäude hier haben keinen Zutritt und müssten quasi erst einen relativ langen Weg hier hochlaufen und dann per Zug wieder an ihrer Wohnung vorbeizufahren, hier runter, um dann, ja, ich sag mal, schlussendlich noch bis hierher laufen zu müssen oder so, also das ist, beziehungsweise bis hierher mit dem Zug zu fahren. Das macht natürlich keinen Sinn, das sollte man verhindern. Sprich, die Versorgungsgebäude wirklich, ja, ich sag mal, mehr oder weniger in der gesamten Stadt verteilen, so dass sie da auch hin können. Ich habe ja jetzt hier oben das große Shopping-Center gebaut, das wir es halt gebaut haben, das kriegen wir wahrscheinlich nie ausgelastet. Hier oben werde ich jetzt nur ein kleines Shopping-Center bauen. Das reicht. Also prinzipiell ist natürlich ganz gut und schön, wenn man das selber noch beliefern kann, also einen Straßenanschluss hat. Na, ich sehe schon, ich schaue mal, ob wir das hier noch ein bisschen glätten können. Aber da ich ja die ganzen Sachen, die ich brauche, hier sowieso nicht produziere. Okay, hier können wir glättungsmäßig nicht mehr viel machen. Das ist eigentlich alles eben. Aber hier können wir halt nicht zaubern jetzt, ne? Ja, jetzt möchte ich natürlich wieder nicht so viele Fußgängerwege, ne? Ist klar. So, wenn ich das einfach mal hierher baue. So, den Straßenanschluss nehmen wir weg. Ich werde jetzt die Gebäude erstmal nicht bauen lassen durch die Konstruktionsbüros. Denn wie gesagt, die sollen sich ja jetzt schlussendlich auf die ganze Aktion hier oben konzentrieren. Da lohnt es sich natürlich aber nochmal zu schauen, ob das noch funktioniert. Okay, eine unveränderte Straße haben sie jetzt hier drin. Okay, sehe ich jetzt so nicht. Moment. Aha, ja, okay. Super. Ja, das kleine Stück habe ich jetzt übersehen. So, schauen wir uns das nochmal an. Ja, hier haben wir wohl wieder den kleinen Bug, dass die Baustellen nicht gefunden werden. Und zwar bei allen Konstruktionsbüros werden die Baustellen nicht gefunden. Kann jetzt vielleicht auch wieder so ein typisches Ladeproblem sein. Oder habe ich es... Bau fortsetzt. Ich habe es deaktiviert. Okay, ne? Dann können die Baustellen natürlich nicht gefunden werden. Ja, ich werde jetzt mal... Okay, Bau aussetzen. Das müsste eigentlich funktionieren. Na, schauen wir uns gleich an. Bau fortsetzen. Hier hat man angeklickt. Und hier hat man auch angeklickt. Und das müsste sowieso laufen. Und das müsste auch laufen. So, die LKWs fahren los. Okay, das heißt, zwei Baustellen laufen. Ich setze es nochmal aus. Nochmal aktivieren. Ah ja, okay. Also wenn die Baustellen deaktiviert oder aktiviert sind, also zumindest hier war es jetzt so, Baustellen sind aktiviert zum Bauen. Und man lädt das Spiel neu, dann funktioniert das nicht. Sprich, dann nochmal kurz aussetzen und nochmal aktivieren. Und hat jetzt hier auch nicht funktioniert. Badge. Okay, Moment, nochmal schauen. Der Fußweg passt, das müsste funktionieren. Funktioniert aber nicht. Nein, findet es nicht. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Wir haben drei große Gebäude, die auf jeden Fall erstmal gebaut werden können. Das wird eh dauern. Also sprich, wir haben jetzt hier die Busplattform, zwei Konstruktionsbüros, die Eisenmine, zwei Konstruktionsbüros. Zwei Konstruktionsbüros in der Verarbeitungsanlage, zumindest in der ersten. Und das Stahlwerk funktioniert auch nicht. Also das Stahlwerk wird nicht gefunden. Sind jetzt die einzigen beiden Gebäude, die nicht per Straße angebunden sind, ne? Okay, lass mal das erstmal bauen, das wird eh lang genug dauern. Wie gesagt, in der Zeit hier unten weitere Versorgungsgebäude und Arbeitsplätze.
So, ich schließe es hier auch gleich an. Okay, jetzt schauen wir, dass wir das hier voll bekommen. Mit Wohngebäuden. Hier wird wohl nicht mehr wirklich was herpassen. Also ich weiter wird, da können wir dann, ja, ich sag mal, Bäume platzieren, ne? Aber wie gesagt, die Gebäude hier werde ich nicht weiter bauen. Ah, Moment. Okay, Rubel-Export funktioniert. Okay. Lass uns einfach mal laufen. Das muss ich immer im Blick behalten, nicht, dass die Züge da wieder ein bisschen Probleme machen. So, ich würde jetzt hier nochmal... Ne, hier machen wir kleinere Gebäude hin. Also nicht diese Reihe der Gebäude. ...75 Arbeitskräfte. 137 ist natürlich auch gut, ne? So, haben wir diesen Gebäudetyp hier schon? Naja, einen sehr ähnlichen haben wir hier schon, ne? Ja, dann nehmen wir einfach nochmal hier die großen. Die Fläche ist ja nicht so besonders... Ne, mit den Ziegen möchte ich nicht. Die sind zu klein, das nutze ich gar nicht. Das sind jetzt 12 Arbeiter. Ja, die haben wir hier schon. Ja, okay. Wir kommen nicht drum rum, Gebäude zu bauen, die wir schon haben. So, ich würde jetzt hier so in einem Bogen lang gehen. Moment, dann baue ich erst den... Nee, zuerst die Gebäude. Zuerst die Wohngebäude. Oh, es ist wieder Depot hier. So, alles ein bisschen weiter weg, dass wir nochmal einen Fußweg lang bauen können. Das wäre mir schon wichtig. Wenn er nicht so Depot wäre, ne? Na, ah, das ist mir zu weit weg. Oh, da brennt schon wieder ein Gebäude. Da werden wir auch gleich hinschauen. Ich möchte nur schnell das Gebäude platzieren. Und die Fußwege wegmachen. Damit es nicht gebaut wird. Ja, und schon kommen hier die ersten LKWs an. So, wo brennt's denn? Moment, Moment. Ach, schon wieder so ein Gebäude, wo kein... Ach, das ist super, ne? Ja, also das hier ist echt eine doofe Idee gewesen. Ich habe es für eine gute Idee gehalten. War eine doofe Idee. Tja. Damit verabschiedet sich dieses Gebäude mehr oder weniger, ne? Da kommen auch keine Krankenwagen hin. Das bringt wahrscheinlich... Ja gut, das geht sowieso nicht anzuschließen. Ja, dann geht es mit Straße auch nicht. Man könnte jetzt natürlich... Nee, kann man auch nicht mehr. Ja, okay, das war ein Planungsfehler. Das habe ich nicht gewusst. Ja, okay. Ja, lassen wir das Gebäude leider abbrennen und bauen es dann halt mal wieder neu. Ja, war nur so eine Idee. Ich habe sonst nirgendwo weiter gebaut. So, weitere Fußwege. Wir müssen das jetzt anschließen. Ja, nicht perfekt, aber ist in Ordnung. So, die Fußwege kaufe ich und
die Baustellen werden deaktiviert. Okay. So, dann haben wir jetzt hier schon mal einen neuen Wohnraum geschaffen. Jetzt können wir schauen, dass wir hier noch was herbekommen. Es wäre vielleicht, weiß ich, hier nochmal eine Straße. Nee, das macht keinen Sinn, ne? Nee, das werden wir nicht machen. So, die Meldung löschen wir mal. Es kommt ja dann gleich die Meldung, dass das Gebäude zerstört ist und eingestürzt ist. Schauen wir mal kurz hier oben, wie es jetzt hier ausschaut. Okay, die ersten LKWs fahren. So, es ist abgebrannt. Super, dann können wir uns jetzt darum kümmern. Moment, vielleicht funktioniert es mit dem Fußweg, mit dem Stück Straße da. Ja, ich baue das jetzt auch nicht anders. Ich meine, die längste Zeit hat man die Häuser hier stehen. Ja, genau. Ah, wird immer besser. Ja, Gott, Sakrament. So. Okay, wird natürlich nichts. Straße muss auch weg. So, da verschwinden hier natürlich auch gleich die Bäume. Ja gut, ich kann natürlich einfach die Straßenverbindung weglassen, dann ist das Problem auch gelöst, ne? Oh, auf die Idee hätte ich auch gleich kommen können. Ach, das liegt alles am Alter. Das geht ja wieder keinen Baum hinzupflanzen. Ja, da ist ja kein Baum hin. Ja, müssen wir erstmal so lassen. Ja, dann machen wir das folgendermaßen. Damit das Problem dann für immer gelöst ist, sage ich jetzt mal. Werde ich einfach die Zwischenwege wegmachen und dann passiert das nicht mehr. Es sind ja eh nicht so viele Gebäude, die das betrifft, ne? So. Ich meine, das allgemeine Prinzip bleibt ja erhalten. So. So, jetzt funktioniert es, dass Feuerwehr und Rettungsdienst hierher kommen. Also allgemeine Rettungsdienste können jetzt die Gebäude erreichen. Haben wir das Problem auf jeden Fall nicht mehr. So, jetzt habe ich das andere Fenster aus Versehen zugemacht. Naja. So, jetzt hat es ja nicht so lange... Ah, Moment, jetzt hätte man gleich nochmal nach den Zügen schauen können. Boah, ich bin so deppert. Weil hatte ich nämlich wieder Probleme. Weil es ist halt echt blöd, wenn jetzt... Nochmal als Beispiel... Ah, das riecht bei Schwärm jetzt nicht. Jetzt hier der Zug. Der steht jetzt hier drin. Hat noch 715 Liter Sprit. Wenn der jetzt es entscheidet, hey, ich muss tanken, dann dreht er an der Stelle um und fährt genau bis hier. Weil dann sagt ihm ja dieses, das Signal, ey, du fährst in die falsche Richtung, du darfst hier nicht weiter. Vielleicht passt jetzt sogar. Ist ja fast so weit, ne? Es kann aber auch sein, dass es nur... Ja, okay. Also hin und zurück kommt er doch nicht mehr, oder? Jetzt mal ernsthaft. Na, schauen wir uns einfach mal ganz kurz an. Ja, ich baue da noch ein paar Wohngebäude, keine Angst. Bis unsere Stahlindustrie da oben einigermaßen vorangeschritten ist, das dauert eh eine halbe Ewigkeit. Na doch, er kommt tatsächlich noch. Hätte ich nicht gedacht. Na okay. So, wie schaut's aus, Jungs? Sieht mau aus, ne?
So, Ressourcen auf Baustelle, Beton. Keine Fahrzeuge, keine Arbeiter. So, wo ist das Problem? Tonnen Beton haben sie in die Fahne, aber es wird leider nicht weitergebaut. Es fehlt an Stahl. Stahl. Mhm, okay. Das Konstruktionsbüro für Stahl haben wir hier. Und da sind keine Gebäude drin. Ich deaktiviere die Autosuche. Und aktiviere sie wieder. So, ist nicht im Radius drin. Jetzt ist es im Radius. Und das Konstruktionsbüro findet die Baustelle nicht. Ja, dann kann es nicht funktionieren. Keine Straßenverbindung zum Baubüro. Okay. Dann wird das hier auch nicht funktionieren. Also wenn die Konstruktionsbüros das selber finden, dann geht das ohne Straße, ne? Haben wir selber oft genug gesehen. So, was haben wir jetzt hier? Haben wir die Kräne drin? Und die Raupen, ja, dann weisen wir das auch zu. Ja, das ist tatsächlich so dieser kleine Fehler, dass manche Baustellen nicht gefunden werden. Und funktioniert hier natürlich auch nicht. Ja, okay. Ja, notfalls ziehe ich dann hier noch eine Straße rum. Das ist erstmal unkritisch. Ne? Wir haben jetzt so andere Sachen noch zu tun. So, dann platziere ich mal nach hier zumindest noch ein paar Gebäude. Hier müssen wir jetzt schauen. Wir können es per Fußweg anschließen. Können wir das so bauen? Moment, wenn, dann macht das nur Sinn, wenn wir hier lang... Nein. Gut, wir können es hier noch anschließen. Ja, passt schon. Also hier bauen wir jetzt noch ein paar Wohngebäude hin, bevor ich mit dem Video jetzt aufhöre. Ich bleibe bei diesem Plattenbautyp. Weil so hat man das halt gemacht, ne? So, hier können wir jetzt direkt an der Straße anschließen. Man muss aber immer relativ weit weggehen, wenn man den Straßenanschluss in der Richtung hat. Na, ich baue es hierher und dann noch ein Gebäude in der Mitte da noch. Können wir damit zwei nehmen? Das wird doch nichts, oder? Na, da kriegen wir keine zwei Gebäude rein. Ach, zwei Gebäude, wovon träume ich denn nachts? Eieiei. Der hat Alkohol getrunken. Der kifft schon wieder beim Zocken. So, auch hier, ich kaufe die Straßen. Aber die Gebäude sollen noch nicht gebaut werden. Nein! Der zählt nicht. So, okay. Ja, jetzt macht es natürlich Sinn. Da hätte ich jetzt hier vielleicht einen Weg lang. Ah. Also ich möchte den Platz jetzt nicht unbedingt verschwenden. Da sollte schon noch was rein, ne? Ja, das hätte jetzt hier oben Sinn gemacht, ne? Ach, Mensch! So, guckt mal alle kurz weg, bitte.
so, hat keiner gesehen. Und wer es doch gesehen hat, ich weiß, wo du wohnst. Nein, weiß ich nicht. Okay, zu nah am Bahnhof. So, jetzt wird hier wahrscheinlich nur noch ein Wohngebäude reinpassen. Aber das ist dann jetzt so. Alles andere hätte halt einfach richtig doof ausgesehen, ne? Ja, dann halt so hin. Ist das wirklich das Hohe? Ja, ist das Hohe, dann passt das, okay. So, das wieder deaktivieren. Hier gab es nichts zu sehen, das ist alles in Ordnung. Ich habe hier nicht irgendwie was abgerissen oder so. Also jetzt könnte man den Fußweg natürlich in einem Bogen hier so rumbauen. Und wir müssen, nee, wir müssen vor allen Dingen... Wir müssen ja vor allem hier zum Supermarkt. Nee, das sieht doof aus. Okay, hier kommt kein Gebäude mehr dazwischen. Dann können wir das quasi als so eine kleine Grünfläche machen und können jetzt hier noch was herbauen. Also wir müssen jetzt meiner Meinung nach mit dem Fußweg nicht unbedingt... Sollten wir aber, ne? Ja, notfalls können wir das so ähnlich machen. So, dann kommen hier noch Gebäude her. Ja, ich baue noch mal das hier. So, haut das hin vom Winkel her? Ja, können wir so bauen. Nicht meckern. Oh Gott, ich sehe schon, jetzt muss ich die Fußwege alle so bauen. Oh nein! Oh, ein neuer Bus, sehr gut. Neue Busse sind immer gut. Wo war ich jetzt? Ach ja, ich wollte ganz kurz den Rahmen hier aktivieren. Ja, ich meine, wir sparen dadurch keinen Platz, aber es lockert die Sache halt. Ach nee. Ja, lass mal so. Das ist so in Ordnung, denke ich. Nein! Ups. So, Verbindung ist da. Die können hier zum Einkaufen. Kommen hier allerdings nicht her, ne? Yes, das mach ich ja. Schon wieder ein Baufehl. Oh, ich fasse es nicht. Das sind zu viele Baufehls auf einmal. Ganz ehrlich jetzt. Moment, dann werde ich das hier auch ändern. Sieht jetzt ja super aus. Ja, okay. Ja, dann können wir hier vielleicht noch ein kleines Denkmal platzieren oder so. Und den Rest halt mit Grünzeug ausfüllen. Ja, das werde ich noch machen. Ich kaufe schnell die Wege.
Fußwegkäufer. So, okay, dann machen wir hier einfach noch ein kleines Denkmal. Da haben wir ja bisher noch nicht so viele. Die Frage ist jetzt klein, ne? Ja, hier so ein... So, haben wir uns sicher nochmal. Das kommt immer gut. Ja, das ist ein Fußweg, ja. So, das deaktivieren wir auch mal. Ah, jetzt habe ich die Zeit nicht schnell laufen. So, okay, damit haben wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal ein neues Wohngebiet errichtet und somit Arbeitskräfte geschaffen oder für Arbeitskräfte gesorgt. So, schauen wir mal hier oben, wie es jetzt hier aussieht. Ja, es nimmt Formen an. Es nimmt Formen an. Sind noch nur noch 2000 Tage. Aber ihr seht ja, ne, es rattert runter. Geht also vorwärts. Hier geht es auch. Woran hapert es jetzt hier? Der Kran ist da. Naja, wird auf jeden Fall noch funktionieren. Ihr seht, die Fahrzeuge fahren fleißig hin und her. Busse bringen Arbeitskräfte von hier. Sehr gut, okay. Ja, damit würde ich sagen, ich beende das Video an der Stelle. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, hier, ne, Stahlkraftwerk hier oben. Kleine Challenge. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu ernst genommen. Passt aber, ne? Okay, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Den nächsten Teil verlinke ich wie immer oben rechts. Ciao, bis zum nächsten Video.